Mein Name ist Ulrich Richter. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Unternehmensgruppe. Die Firma Richter & Hess Verpackungen ist Produzent von Verpackungen aus Wellpappe, vorrangig für Industrie- und Gefahrgüter. Die Firma Richter & Hess beschäftigt 120 Mitarbeiter. Wir haben zu Beginn dieses Jahres gemeinsam mit der Firma Sander ein fahrerloses Transportsystem eingerichtet. Mein Name ist Enrico Merz, bin hier Leiter Objekte, Anlagen und Medien. Industrie 4.0 ist ein wichtiges Thema. Unser Chef, der Herr Richter, der ist da auch bestrebt, neue Wege zu gehen. Der Produktionsleiter und die Produktionsleitung allgemein ist mit einem Problem auf uns zugekommen. Das war der Abtransport der Materialien, der fertigen Rohware von der Maschine. Die Maschine ist schneller, als wir das abtransportieren konnten. Und aus dem Grund hatten wir Maschinenstoppzeiten und mussten wir uns was Neues einfallen lassen. Mit dem fahrerlosen Transportsystem wollen wir auf keinen Fall Arbeitskräfte streichen, sondern sind auf das Thema Arbeitskräftemangel eingegangen. Mein Name ist Stefan Gottschalk, ich bin der Sander Fördertechnik GmbH, Spezialist für Intralogistik. Die Firma Richter & Hess kam in 2018 auf mich zu mit einer besonderen Herausforderung. Hier war eine Halle neu einzurichten mit Produktionsmaschinen. Das Grundproblem der Firma Richter & Hess war hierbei, die Paletten von Rollenbahnen zu entnehmen und diese also auf einer mobilen Rollenbahn quer durch die Halle an eine beliebige Stelle zu verfahren. Und dafür kam hier insbesondere der MUVEX AGV zum Einsatz, den wir ganz speziell hierfür mit einem Sonderbau ausgestattet haben. Das Gerät wird navigiert mittels RFID-Tags. Der Standardinstallation wäre auf dem Boden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sind wir hier hingekommen in dem weiteren Projektverlauf, dass wir diese in den Boden einlassen. Und das Gerät kann die RFID-Tags beim Überfahren auslesen und kann diesen Befehl verarbeiten und weiß, dass ich jetzt um die Kurve fahren muss oder jetzt anhalten muss oder jetzt beschleunigen muss. Bei der technischen Integration ist insbesondere hervorzuheben, dass wir sowohl das MUVEX AGV im WLAN als auch die Rollenbahn im LAN der Firma Richter & Hess integriert haben. Der Kunde hat zum einen die Möglichkeit, die Geräte automatisiert anzusteuern, sprich über die LAN-Button an den einzelnen Arbeitsstationen, als auch für manuelle Prozesse über ein Tablet an der Wand. Der Personen- und Chauffeurtechnikverkehr hier in der Halle ist besonders hoch. Es war uns von vornherein klar, dass wir auf Sicherheit setzen müssen. Dafür haben wir uns auch für den MUVEX entschieden. Er hat hier mit einem Laserscanner nach vorne und nach hinten die gesamte Fahrbahn abgesichert. Und wie man auch gut sehen kann, wird sofort angehalten, wenn eine Gefahr besteht, wenn hier also eine Person oder ein Stapler durchfährt. Dieses Projekt hat einen besonders hohen Stellenwert für die Sander Fördertechnik GmbH. Und wir freuen uns einfach, dass wir es zusammen mit der Firma Richter & Hess realisieren konnten. Die Zusammenarbeit mit der Firma Sander hat aufs Beste geklappt, wunderbar, und wir sind sehr zufrieden damit.